Welcher Hammer ist der richtige für meine Heringe? Hallo, hier ist der Ralf von Jodeland mit der Frage heute, welchen Hammer verwende ich am besten, um meine Heringe in der Bote zu kriegen? Ich habe ja zwei Heringe dabei. Das eine ist ein T-Profil-Hering mit Bolze drin, durchgesteckt, und das andere ist ein Sicherheitshering mit aufgeschweißtem Bügel. Beide Heringe sind sehr stabil und die kann ich für unsere Kodejorde Schwarzzelte auch problemlos verwenden, oder abhängig vom Boden natürlich die Länge des Herings. Aber das sollte auch gar nicht das Thema sein, sondern die Frage ist viel eher, wie kriege ich diese Heringe in den Boden? Und da werden die meisten von euch werden wohl tatsächlich ein Beil verwenden, weil das ist das, was man als Pfadfinder dabei hat, um dann Heringe in der Bode zu schlagen. Sicherlich eine gute Variante, weil man nutzt das Werkzeug, was man zur Verfügung hat. Beim Beil habe ich jedoch immer ein bisschen Bauchweh. Zum einen, was die Verletzungsgefahr angeht, wenn ich mit dem Werkzeug arbeite, was ich dann doch immer so quasi an mir vorbeischlag. Ja, gute Frage. Da kann man umgehen vielleicht damit, mit diesen Sicherheitsrisiken. Aber was viel gravierender ist, die meisten gute Beile, die haben ein geschmiedeter Kopf, von dem die Schneide gehärtet ist, aber der Rest des Beiles weich ist. Wenn ich jetzt mit diesem Beil hier auf diesen Hering schlag, dann passiert es mir beim Beil, dass sich dieses Auge vom Beil hier weitet und dadurch hält der Griff dann nicht mehr ordentlich. Sprich, das ist eigentlich das Problem, warum ihr immer lose Beile auf dem Zeltlager habt, weil ihr sie nicht verwendet, wie ihr sie verwenden sollt, zum Holzhacken, sondern weil ihr sie verwendet zum Hämmern und damit das Auge vom Beil kaputt macht, das sich löst. Es gibt spezielle Beile, die sind auch zum Hämmern gedacht. Die haben dann auch einen gehärteten Kopf auf der Rückseite. Das sieht man in aller Regel daran, dass sie dann blank geschliffen sind. Wobei viele Baumarktbeile haben das auch, da würde ich mich nicht drauf verlassen. Hochwertige Beile sind in aller Regel bei einem weichen Kopf hinten lackiert und anscheinend schon geschliffen und gehärtet. Beziehungsweise, wenn es handgeschmiedete Beile sind, verzichtet man auf die Lackierung auch. Einfach weil das ursprüngliche Material dann auch gut zu sehen und auch schön anzuschauen ist. Aber auch da habe ich dann eine geschliffene Fläche, wenn das Beil zum Hammern taugt, beziehungsweise eben nur die geschmiedete Oberfläche, wenn ich besser darauf verzichten sollte, mir das Auge hier kaputt zu schlagen. Besser ist schon, wenn ihr ein extra Fäustel eingepackt habt. Ja, der kann vom Gewicht her der Heringslänge entsprechend angepasst sein. Da habe ich auf alle Fälle mal ein Werkzeug, was auch zum Hammern taugt. Das heißt, damit kriege ich die Heringe auch in der Bode, ohne mir das Werkzeug kaputt zu machen. Aber da habe ich jetzt dann auch wieder meine Schwierigkeit, dass wenn ich hier auf diesem Hering hämmer, entweder hier immer auf dem Bügel und auf der Schweißnaht hämmer mit relativ harten Schlägen, oder auch beim normalen T-Profil-Hering, wenn ich hier immer auf dem T-Profil rumschlage, irgendwann klopfe ich mir mit dem Stahlhammer einfach scharfe Kante dran und das tut dann richtig weh, wenn die noch aus dem Boden rausschauen. Ich renne barfuß oder mit offener Sandale vorne an so einem Hering durch und reiße mir meine Zehe auf. Das passiert einfach, wenn ich mit Stahl auf Stahl schlage. Es verformt sich. Der Hammer ist der härtere, der Hering ist der weichere, der Hering gibt nach und wird einfach in seiner Form langsam ausweichen, beziehungsweise hier werde ich über kurz oder lang den Bügel platt klopfen und damit irgendwann auch die Schweißnaht zerstöre, die hier dran ist. Was kann ich verwenden? Ich kann Material verwenden, was eben nicht ganz so hart ist wie Stahl. Dazu, ihr kennt diese klassische Gummihammer, die so einen schwarzen Gummikopf haben, mit denen man, ich sage jetzt mal, für ein Zwei-Personen-Iglu-Zelt vielleicht noch den Erdnagel in eine weiche Wiese klopfen kann. Aber sobald ich so ein schwerer Hering reinbringen will, fehlt mir einfach die Masse des Hammers bei diesem normalen schwarzen Gummihammer.
Besser sind diese Nylonhämmer, die gibt es auch in verschiedenen Größen, also kann ich auch wiederum meinem Hering dann anpassen, was ich da so in die Bode reintreiben will. Und diese Nylonköpfe haben den Vorteil, dass wenn ich hier auf dem Hering hämmer, dass ich nicht den Hering kaputt schlage, sondern den Verschleiß eher am Nylonhammer habe. Wobei das ist nicht viel, ihr seht schon, der war schon fleißig in Gebrauch. Und da kriegt so seine Ecke und Kante, aber als Hammer durchaus tauglich und wie gesagt vom Gewicht her anpassbar, weil es diese Nylonhämmer auch in verschiedene Größe dann auch gibt. Also bis in Vorschlaghammergröße kriege ich die Teile hier, sodass ich auch große Heringe problemlos einschlagen kann. Damit tut ihr dem Hering was Gutes, ihr tut dem Werkzeug was Gutes. Und habe deutlich weniger Verschleiß bei den Heringen. Das federt natürlich noch beim Einschlagen so ein bisschen, das heißt, ihr habt einen gewissen Rückschlag, also wenn ihr irgendwo draufschlagt, dann habt ihr so ein Federn drin und es geht euch immer so ins Handgelenk, das merkt man dann mal, wenn man für eine ganze Jodeburg Hering eingeschlagen hat, dass man immer so einen Schlag hier ins Handgelenk reinkriegt. Und da gibt es jetzt dann noch die Steigerung des Ganzen. Das ist auch ein Hammer, der ist mit Nylonköpfe besetzt, aber das ist ein sogenannter Schonhammer. Und ein Schonhammer bedeutet das, der ist rückschlagfrei. Wenn der irgendwo draufschlägt, gibt es keinen Rückschlag. Das heißt, der bleibt satt auf dem Material sitzen. Das macht der Hammer dadurch, dass er in sich nochmal kleine Stahlkugeln als Gewichte hat, die quasi sich satt immer ansetzen. Und dadurch wird der Rückschlag vom Hammer verhindert. Das hat zum einen den Vorteil, es schont euer Handgelenk und zum anderen hat es den Vorteil, dass der Hering einfach die komplette Energie abkriegt und viel schneller und mit viel weniger Schläge im Boden drin ist. Von daher würde ich euch empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, so einen Hammer zu finden, also einen Schonhammer mit Nylonköpfe, den zu verwenden, weil das ist für euch gut, das ist fürs Material gut. Und ihr habt die halbe Arbeit, die Heringe in der Bode zu kriegen, wenn ihr das Gewicht von der Hämmer auch dem Bode und der Länge vom Hering dann auch angepasst habt. Ja, es würde mich freuen, wenn ihr uns erzählt, was ihr so an Schlagwerkzeuge verwendet, um die Heringe in der Bode zu kriegen. Vielleicht macht ihr das einfach mit Steinen oder mit Holzklötze, keine Ahnung. Erzählt es uns, schreibt es uns in die Kommentare unten rein, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren YouTube-Kanal und ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Euer Ralf von Jodeland.